heute wieder so. Und zwar möchte ich euch meinen Lesemonat vorstellen und meine Neuzugänge zeigen. Genau, es sind wenige Bücher dazugekommen, relativ wenig, also es sind 3 Stück, die ich euch zeigen möchte und auch nur ein paar, die ich gelesen habe. Also ich komme momentan nicht ganz so gut zum Lesen und fange direkt an mit, erstmal mit einer Blu-ray, die wir im Oktober bereits gelesen haben. Eine Blu-ray, die wir im Oktober gelesen haben, im Oktober gesehen haben, und zwar The Greatest Showman. Mit Hugh Jackman. Ich bin sowas von mega geflasht. Ich habe es einfach vergessen, auch in meinem Neuzugänge im Monat vom Oktober zu zeigen. Aber ich bin mega geflasht von diesem Film, von dieser Schaueinlage, von dem Ganzen, was passiert ist. Hab geweint, hab gelacht. Ich habe nach 30 Sekunden habe ich schon angefangen zu heulen. Den Soundtrack habe ich dann hinterher auch gehört. Ich hatte den mir vorher gar nicht angehört, bis auf halt den Titelsong, den ich gekannt habe. Aber ich wollte mich überraschen lassen und genau. Mittlerweile gibt es von The Greatest Showman, von dem Titelsong selbst, ja mehrere Versionen, zum Beispiel von Pentatonix, die haben es jetzt neu aufgenommen, und von Panic at the Disco. Ich liebe die Version von Panic at the Disco. Die ist einfach mega gut. Und ich muss auch sagen, ich mag Brendan Urie's Stimme, die ist ziemlich sexy. Soweit, so gut. Außerdem haben wir im November noch Doctor Who gesehen, die 10. Staffel, und noch Vikings haben wir jetzt wieder angefangen mit 5.2. Darüber hinaus haben wir noch irgendeine andere Serie zu Ende geguckt. Oh ja, die 12. Staffel, ich glaube, das war die 12. Staffel von Supernatural. Genau. So, kommen wir zu den neuen Büchern, die ich bekommen habe im November. Jasper Ford, Eiswelt, aus dem Heine Verlag, und zwar vom Bloggerportal erhalten. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Genau. So, die Menschen der Eiswelt leben wie wir, hören dieselbe Musik wie wir und sie lieben und hassen wie wir auch. Bis zum ersten Wintertag. Dann gehen sie in den Winterschlaf, fast alle jedenfalls. Charlie, Worthing, bleibt wach und passt auf, dass nichts die Schlafenden stört. Unheimliche Wesen draußen in der Dunkelheit etwa oder seltsam todbringende Träume. Denn der Winter, das steht fest, ist nichts für Feiglinge und Charlie ist kein Feigling. Das hofft er zumindest. Ich liebe ja die Bücher von Jasper Ford, habe schon einige gelesen, unter anderem natürlich die Reihe von die Reihe über Jane Eyre. Aber auch noch andere Bücher. Und ich wurde ja mal gebeten, den ersten Satz vorzulesen. Und das mache ich jetzt mal. Genau. Mrs. Tiffin spielt Bouzouki. Nicht besonders gut allerdings. Und sie beherrschte auch nur eine Melodie. Help Yourself von Tom Jones. Sie zupfte die Saiten durchaus meisterlich. Ließ aber jegliches Gefühl dabei vermissen, während sie mit leerem Blick aus dem Zugfenster auf das Eis und den Schnee draußen starrte. Hier ist nochmal ein Bildchen und ich mag Jasper Fords Bücher und ich bin gespannt, ob ich es noch im Dezember schaffe. Es ist so mega dick. Aber gut, neu bekommen, aber schon gelesen im November. Von Julia Hanel, Dein Bild für immer. Aus dem Ullstein Verlag über das Bloggerportal. Nee, Quatsch, über vorablesen.de erhalten. Genau, vorablesen. Es geht um Sophie. Und Sophie hat ihren Verlobten verloren. Ein halbes Jahr später ungefähr kommt ein Brief zu ihr und sie denkt, dass es schon wieder eine Kondolenzkarte ist. Lese ich euch auch gleich im ersten Satz vor. Aber statt einer Kondolenzkarte ist es tatsächlich, sind es Flugtickets nach Bali. Denn Maximilian hatte vor seinem Unfall die Flitterwochen geplant und wollte sie damit überraschen. Irgendwann beschließt sie, dass sie tatsächlich nach Bali die Reise nach Bali antritt, alleine, ohne ihren Verlobten, nur mit Fotos von ihm. Und sie möchte die Fotos an jeden Platz hinterlassen, den sie gemeinsam hätten betrachten wollen würden. Wie auch immer. Das Buch hat mich wirklich zutiefst berührt und es ist sehr traurig und
Während des Flugs allerdings passiert es, dass der Platz, der ja eigentlich für Maximilian reserviert war, aber den er natürlich nicht wahrnehmen konnte, einem jungen Mann ja, zugefügt wurde, der Fotograf ist und Niklas heißt. Und sie lernen sich mehr oder weniger kennen. Ja, weniger. Nicht noch eine Kondolenzkarte, dachte Sophie müde, als sie den weißen Umschlag aus ihrem Briefkasten zog. Ich mochte das, oder ich mag das Buch sehr, sehr gerne. Es hat 5 von 5 Sterne von mir bekommen und ist definitiv eines meiner Favorites dieses Jahres. Ich finde zwar, dass der Klappentext ein bisschen viel verrät, deswegen lese ich den jetzt mal nicht vor. Aber gut, so ist das in der Regel oft bei deutschen Büchern. Aber schön. So, neu bekommen und auch gelesen. Falling Forever von Leander Rose. Außerdem, das war ein Instagram-Gewinnspiel. Und genau, dazu gab es noch eine Karte, ein Lesezeichen, ein leeres Notizbuch. So, ein Kugelschreiber, eine süße Tasse und, sehr cool, tatsächlich ein Anhänger mit meinem Namen, also eine Kette mit meinem Namen dran. Sehr cool, fand ich sehr durchdacht und ja, genau, mehr dazu auch auf Instagram. So, hier lese ich euch allerdings mal den Klappentext vor. Egal wie weit du läufst, vor dir selbst kannst du nicht fliehen. Eva hat immer alles im Griff, jede Minute ist perfekt geplant, nur so fühlt sie sich sicher, bis sie eines Tages Jackson begegnet. Der attraktive Kopf stellt ihre ganze Welt auf den Kopf und zerstört ihre so mühsam erhaltene Selbstkontrolle. Als plötzlich auch ihr bester Freund Matt zu seinen Gefühlen für sie steht, droht alles um sie herum im Chaos zu versinken. Eva findet sich zwischen den Fronten wieder. Und während sich alles verändert, muss sie endlich zu sich selbst finden. Allerdings taucht noch ein dritter Junge auf, junger Mann auf, Miguel. Und genau, Miguel war zuerst ein kleiner Kotzbrocken, aber dann ja, wurde er trotzdem wieder kotzig. Wie auch immer. Ich habe das Buch relativ schnell eigentlich gelesen. Und ja, finde es eigentlich ganz gut. Es kriegt von mir 4 oder 4,5 Sterne, muss ich noch überlegen. Ich habe auch den zweiten Teil bereits. Falling for Mercy, glaube ich, heißt es. Habe ich ebenfalls über Instagram gewonnen als E-Book. Ich finde das Cover mega, mega schön. Ich muss aber noch überlegen, wie genau ich das rezensieren werde. Diese in Anführungszeichen Vierecksbeziehung war mir teilweise doch etwas too much. Es geht auch relativ detailliert zu bei manchen Sachen, die ich jetzt nicht erläutern werde. Und Eva fand ich jetzt auch nicht immer so rosig, wie erhofft. Aber nichtsdestotrotz hat es sehr gute Stellen und genau. So, mal schauen, der erste Satz. Durch die geschlossenen Vorhänge drang ein zaghaftes Tages ta drang erstes zaghaftes Tageslicht in mein Zimmer und strahlte langsam immer weiter an der Bettdecke hinauf, bis es mich an der Nase kitzelte. Und Eva ist Eva schreibt an einem Buch oder an einem Manuskript und kommt auch irgendwie nicht voran. Genau. So, Falling Forever ist auch aktuell, gibt es auch als E-Book natürlich. So, weiter geht's. Ich habe euch im Oktober bereits diese zwei Bücher vorgestellt, die ich nun auch gelesen habe, jetzt im November. So. Von Nicole Knoblauch, Mann meiner Träume, ein historischer Roman. Ich habe euch das Buch ja, ich habe ja das Interview gezeigt und habe auch einfach, ich musste das Buch dann auch einfach lesen. Ihr ganzes Leben schwärmt Marie für Napoleon Bonaparte. Deshalb findet sie es nicht weiter verwunderlich, dass sie ihm eines Nachts in ihren Träumen begegnet. Doch diese Begegnungen häufen, Entschuldigung, doch diese Begegnungen häufen sich und werden immer romantischer. Handelt es sich tatsächlich um Träume? Als sei das nicht schon genug. Trifft sie in ihrer Traumwelt auch noch den gut aussehenden Tristan Verrier, der allein durch seine Berührung ihre Gefühlswelt ins Chaos stürzt. Unfassbar schönes Buch. Unfassbar toll. Unfassbar toll. Unfassbar toll. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist so unglaublich.
Man lernt viel über Bonaparte kennen, über diese Zeit, als er ja, von einem einfachen Soldaten, sag ich mal, zu dem wurde, den wir kennen aus der Geschichte her. Aber es zeigt auch diese andere Seite von ihm. Wobei Nicole nicht nur in das Schwärmerische gestürzt ist. Was ja bei solchen, ja, in Anführungszeichen, Fanfictions ja oft der Fall sein könnte. Schließlich, ja, Nicole Knoblauch selbst ist seit 20 Jahren ungefähr oder so Fan von Napoleon, also seit ihrer Kindheit. Und da kann es natürlich sein, dass das Urteilsvermögen dann getrübt wird, wenn man einfach ja, von jemandem ja, nicht direkt besessen ist, aber ja, ein Fan ist und viel gelesen hat und so. Aber Nicole hat tatsächlich das Realistische mit verbunden. Und zwar diesen realistischen Kern, dass er vielleicht nicht nur ein Mann der Träume war für sie, sondern dass er tatsächlich auch dieser Massenmörder ist oder war. Und dass er auch viele Menschen auf dem Gewissen hatte. Ob nun willentlich oder nicht. Aber sie zeigt auch eine Seite von ihm, die zeigt, dass er ja nicht nur dieser General war, auch im Inneren, sondern dass er im Inneren auch teilweise zerrissen war und dass vieles nicht so war, wie es den Anschein hatte, sondern dass der Mann hinter dieser Fassade ein anderer war. Sehr, sehr gut die Wendungen da drinne nicht zu durchschauen. Sehr interessant, sehr toll. Ich liebe das Buch. Das landet in den Top 10 wahrscheinlich meines Jahres. Mila und Luis, Teenager eben von Marie Birken. Ich habe euch den ersten Teil mehr oder weniger vorgestellt, als Marie das Interview mit mir gemacht hatte auf der Leipziger Buchmesse damals. Und ich hatte auch die Achtung Fertig-Reihe, habe ich euch auch vorgestellt, ausgiebig, den Dreiteiler. Allerdings habe ich euch den ersten Teil Zwillinge eben nicht vorgestellt, weil ich einfach, habe ich auch keine Rezension zugeschrieben, ja, weil ich einfach, ich habe das Cover damals erstellt, ich habe das Lektorat gemacht, ich war einfach zu tief drinne, sage ich mal, und das wollte ich jetzt nicht. Außerdem, ja, das macht aber nichts, ich habe genug darüber erzählt. So. Kommen wir zu Teenager eben. Und zwar Mila und Luis sind die Kinder von Alexandra und Elias, die wir in der Achtung Fertig-Reihe kennenlernen. Und hier, wir erfahren in der Zeit bei den zwei Zwillingen eben, da sind sie noch so, ja. Ich glaube, 12 waren die da und noch voller Streiche und haben noch ganz viel Schabernack getrieben. Aber jetzt sind sie schon ein bisschen älter, werden 15 und irgendwie kommt vieles dazu. Das erste Mal richtig verliebt sein, das erste Mal, ihr wisst schon, die erste Periode, Probleme und Krankheiten, Verluste und solche Sachen tauchen hier auf. Es geht ein bisschen tiefer und aber es ist trotzdem sehr lustig und ich habe viel gelacht und das war auch ziemlich blöd, weil ich das Buch eigentlich auch während des also im Bett gelesen habe und ja, naja, wenn halt neben jemand schlafen will und dann liest jemand und lacht dabei, ist das nicht ganz so förderlich, ne? Aber Mila und Luis, 4,5 Sterne habe ich gegeben. Ja, sehr gut. So, das waren meine physischen Bücher. Physischen. So, ich habe einen von meinem Mobilfunkanbieter habe ich ein Hörbuch bekommen. Der Sterne. Genau. Na komm, mach Pause. So. Der Stärkencode von Frank Rebmann. Ja, es geht hier um, wie man seine Stärken findet, wie man so ein bisschen zu sich findet, wie man auch Nein sagen kann.
und solche Sachen. Ja, war schon ganz interessant. Ich werde es mir nochmal anhören, einfach um so diese kleinen Nuancen nochmal herauszuhören. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt mir etwas gebracht hat. Oh, das Ding ist aber dreckig, ja. Aber uns ist auch das Display ist auch kaputt. Deswegen, ja. Also, das ist so eine Schutzfolie drauf, das. Ja, whatever. Ja, war jetzt ganz gut. Ich habe es noch nicht bewertet. Ich habe noch keine Rezension zugeschrieben. Ich glaube, 4 von 5 würde ich geben. So. Ihr seht da schon ein paar Sachen drauf. Und zwar Sirenennacht von Stefanie Wittan habe ich auch gelesen. Nachdem ich das Interview, ich hatte euch ja das Interview von ihr gezeigt, online gestellt und irgendwie nachdem ich das nochmal gehört hatte und das bearbeitet habe und das alles nochmal gehört hatte und so, kam ich richtig Lust auf das Buch. Sirenennacht, die Chroniken der Gravity Anderson. Es geht um Steph MacArthur. Und sie ist eigentlich ganz normal, sie ist ein Cop, lebt in der Kleinstadt, hat 2 Kinder, einen Ehemann, alles ist ganz normal, ganz gediegen, ja, eher langweilig, weil in der Kleinstadt passiert nicht viel, bis eines Tages Alec Smith auftaucht, der dann irgendwie alles auf den Kopf stellt. Aber erst eine Einladung nach New York bringt ihr ganzes Leben durcheinander, denn sie wird nicht nur entführt, sondern erfährt auch die Wahrheit über sich selbst. Denn ihr ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Wieso, weshalb, warum und wer nun zur Sirene oder wer nun Sirene ist und wer, was es mit dieser Gravity Anderson auf sich hat, verrate ich nicht. Das könnt ihr im Klappentext lesen, das steht da. aber ich möchte lieber, wenn ich eine Rezension schreibe oder sowas erzähle, dann versuche ich möglichst wenig von dem preiszugeben, was passiert. Nicht nur, was im Klappentext steht, sondern was tatsächlich passiert. Und genau. Aus diesem Grund kann ich das Buch trotzdem, oder gerade auch deswegen, empfehlen. Vampire, Hexen, Werwölfe, Elfen, schieß mich tot, kommt alles vor. Und ich mag die Art, wie Steffi mit den Vampiren spielt und wie sie diese ganzen Supras kreiert. Ein paar Holpersteine gibt es, aber das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Dem kleinen Schneemann hier auch nicht. Und ich habe dem Buch 4,5 von 5 Sternen gegeben. Die Rezi ist auch mittlerweile auf meinem Blog verfügbar. So, außerdem habe ich gelesen. Ich habe jetzt übrigens Kindle Unlimited. Habe mir schon ein paar E-Books über Kindle Unlimited jetzt in meine Bibliothek geholt. So, im Dezember werde ich euch das Buch einmal vorstellen. Und zwar, wenn in der Nacht Träume regnet, keine Ahnung, für Miriam irgendwas. Aber ich bin ja jetzt noch in meinem Lesemonat vom Oktober. Und das Ding ist da. Das Mona Lisa Virus, ein Thriller von Tibor Roth. Bastei Entertainment. Ich habe das Buch über meinen Mobilanbieter. Letztes Jahr im November, also genau ein Jahr, ich habe genau ein Jahr gebraucht, ehe ich es gelesen, schrägstrich gehört habe. Ja. Und zwar, ich habe das Buch auf Spotify entdeckt, zufällig, und mir gedacht, naja, da ich irgendwie nicht so wirklich zum Lesen von, ich sage mal, random E-Books komme auf meinem E-Reader, höre ich mir das Buch einfach mal an. Und es hat sich gelohnt, denn ich finde, das Mona Lisa Virus ist mega, mega spannend. Es geht um Schönheitsköniginnen am Anfang, die entführt werden, oder ein Schönheitschirurg, der ebenfalls entführt wurde, nachdem er in einer ja, ziemlich verwerflichen Situation gefilmt wurde, als er piep, piep, piep am Laptop, am Computer machen wollte. Ja. Und außerdem geht es noch um weitere Entführungen, um eine Erpressung, also eine weitere Erpressung und natürlich um das Mona Lisa Virus. Außerdem um Bienen, die aussterben. Und wir wissen alle, was passiert, wenn Bienen aussterben. Oder wofür wir Bienen überhaupt dankbar sein können.
Genau, und die Mona Lisa droht tatsächlich vernichtet zu werden. Denn ganz viele, während dieser Zeit werden ganz viele Sehenswürdigkeiten zerstört, Museen werden vernichtet, Bilder verbrannt und solche Sachen oder vernichtet. Ob die Mona Lisa gerettet werden kann, verrate ich an dieser Stelle nicht, aber das Buch ist unfassbar spannend. Unfassbar spannend. So. Genau. Habe ich das Buch schon bewertet? Ich glaube, ja, ich habe das Buch natürlich schon bewertet. Und zwar habe ich 5 von 5 Sterne gegeben. So, ich werde euch demnächst mal meine Bibliothek vorstellen. Oh, mein Akku ist bald alle. Aber nicht mehr heute. das sind Buchempfehlungen. Ich finde ja das Cover sehr schön von dem hier. Alice im Düsterland. Sehr schön. Genau. Und ich wollte euch auch einfach mal zeigen, wie mein Spotify aussieht. Genau. Ein Buch habe ich sogar vergessen, euch zu zeigen. Das hole ich jetzt noch. So, vergessen zu zeigen, habe ich von Sonja Panthöfer Entspannung für Kopfmenschen. Wie Körper und Geist zur Ruhe finden. Aus dem Köse Verlag. Ich habe das Ganze über das Bloggerportal erhalten. Ich habe schon ein paar Markierungen gemacht, weil ich, deswegen habe ich es auch ganz vergessen, weil ich es momentan lese. Ich bin jetzt hier bei der Hälfte fast. Es ist mir so viel Text dazwischen. Also, das, was in dem Kästchen ist, das finde ich immer sehr gut. Aber so der Text hier selbst, das ist für mich irgendwie too much teilweise. Und ich weiß nicht, was manche Sachen damit zu tun haben. Also, es regt eher zum Nachdenken an, als dass es mich entspannt. Und das finde ich doof. Alles in allem aber werde ich euch natürlich erst ein Feedback geben, wenn ich es gelesen habe, beziehungsweise dann bei meinem Lesemonat nur im Dezember. So, das war's jetzt erst einmal von mir. Spotify hat sich mittlerweile auch aktualisiert. Und ich habe hier meine Top Tracks 2018, die ich euch demnächst einfach mal zeigen werde, weil ich habe keine Ahnung, welche Top-Tracks das sind. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und sehen jetzt nicht wirklich, wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine, bye.